So, und nachdem wir nun ein bisschen die Hardware betrachtet haben, kommen wir nun zum Innenleben des kleinen Teils. Ja, Display 800x600 Pixel Auflösung. Der Akku, wie gesagt, funktioniert noch. Man kann den also sogar per Akku starten. Ja, geht an. Aber ich schalte den mal lieber wieder ab und betreibe den lieber per Akku, per Netzteil. Weil ich weiß nicht, wie lange der Akku hält. Und dementsprechend, also ich glaube, der macht sogar noch ordentlich Zeit mit. Ich glaube, meine letzte Nutzung mit dem waren, muss ich einmal kurz so halten, damit ihr seht, was ich mache. Meine letzte Nutzung waren, glaube ich, eine Viertelstunde. Hat er locker mitgemacht. Genau, also Maus in PS2. Ich hoffe, das Bild ist scharf. Ich sehe nämlich gerade nichts. Netzstecker in Netzstecker. Jetzt geht hier auch die Batterielampe an. Rot heißt, er lädt. Und ne, Netzstecker heißt, er hat Strom von extern. Genau, das erstmal dazu. Und jetzt halten wir das Ding mal richtig ein und gucken mal, was er macht. Die BIOS-Batterie ist schon lange dead. Ich glaube, ich habe sie sogar schon ausgebaut. Wenn nicht, habe ich sie zumindest abgestöpselt. Und dementsprechend kommt er jedes Mal beim Einschalten mit folgender Fehlermeldung. Ja. Bad Real-Time Clock Batterie. Bad Checksum. Also, dass halt, dass sowohl die Batterie für die Uhr fehlt und dementsprechend die Uhrzeit zurückgesetzt wurde. Und halt auch das BIOS hat bei den Einstellungen einen Fehler entdeckt, weil die Einstellungen natürlich futsch sind. Dementsprechend musst du erstmal ins BIOS gehen mit der F1-Taste. Das ist diese Taste, da wo F1 draufsteht. Allgemein bekannt als F1-Taste. Und dann kommt dieses wunderbar komische BIOS. Du kannst witzigerweise hier drin gar nicht die Uhrzeit einstellen. Du kannst ja nur so diverse grundlegende Parameter machen, die aber alle egal sind, weil er die immer wieder zurücksetzt. Das heißt, wir beenden einfach mit der Endtaste und sagen ja, aber Achtung, englisches Layout, also die Z-Taste drücken, wie man es halt gewohnt ist von damals. Jetzt macht er einmal Neustart, dann piept er einmal, wenn er mit dem BIOS fertig ist, und dann wird Windows 98 gestartet. I hope so. Da sieht man 16 Megabyte. Und ja, wie gesagt, das Ding ist Passive Matrix. Das heißt, der Bildschirm ist super schmiererig. Aber dazu komme ich dann gleich, wenn wir denn in Windows sind. Er skaliert auch nicht. Das heißt, jetzt das sind 640x480 und du hast halt drumherum einen schwarzen Rand. Das Schöne ist aber, in Windows 98 habe ich natürlich die Treiber für die Grafikkarte. Ich glaube, ich habe sogar die Treiber für nahezu alles. Sprich also, da habe ich dann die richtige Auflösung. Ich hoffe übrigens, das wäre nicht alles 8 Minuten Parts, weil das letzte Teil, da hat irgendwie mein Handy aufgehört aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob ich da aus Versehen auf die Taste gekommen bin oder ob er einfach nach 8 Minuten aufhört. Von daher, also wenn dieser Part auch nur 8 Minuten lang geht. Oh, Sound von die Lautsprecher. Also wenn dieser Part auch nur 8 Minuten lang geht, wisst ihr, es liegt an meinem Handy. So. Ich habe übrigens jetzt, wie gesagt, die externe Maus angeschlossen. Das ist dieses kleine süße Ding. Vergleicht das mal mit der Größe von meiner Gaming-Maus. Eigentlich wollte ich die ja anschließen. Die ist noch mal kleiner. Allerdings, hat er die nicht erkannt. Die Maus leuchtet. Sie bekommt also Strom. Aber Windows tut mit der nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob die Maus mittlerweile kaputt ist oder ob einfach Windows die Maus nicht erkennt. Weil, wie gesagt, hat PS2-Anschluss und nicht alle Mäuse unterstützen das PS2-Protokoll. Technischer Hintergrund, du hast den USB-Anschluss. Auch das ist jetzt eine USB-Maus, das sowieso. Und wenn du diese Mäuse über einen PS2-Adapter anschließt, dann merken die Mäuse in der Regel, dass sie an PS2 hängen und nicht an USB und switchen dann auf das PS2-Protokoll um. Aber das können, wie gesagt, nicht alle Geräte. Und vielleicht kann die Maus das einfach nicht. So. Wir sind jetzt, wie gesagt, hier schön in Windows. Und wie gesagt, die Maus wird erkannt. Ich habe jetzt hier auch schon dieses Maustrail aktiviert, also diesen Mausschwanz. Weil, wie gesagt, mit... Ich kann ja mal kurz ein Fenster öffnen hier. Die Festplatte ist auch richtig schön laut.
Vielleicht sieht man jetzt sogar schon, wie der Bildschirm schmiert. Ich versuche mal das Fenster ein bisschen zu verschieben. Da. Der Bildschirm, der schmiert richtig hinterher. Und das ist halt, das war typisch für damalige Laptops. Weil die halt dieses, also es gab Active Matrix, das ist quasi vergleichbar zu dem späteren LCD. Oder es ist technisch sogar schon das, was man später als LCD bezeichnet hat, also TFT. Aber wie gesagt, bei den damaligen Laptops war halt noch dieses Passive Matrix und die haben immer so extrem geschmiert. Was natürlich besonders scheiße für Wiedergabe war. Und ich sehe gerade, der läuft nur 612 x 480. Warum eigentlich? Ach, weil ich vorhin mit meinem externen Monitor dran war. Muss ich den jetzt mal wieder auf 800x600 umstellen. So, Einstellungen. Und wir gehen hoch zu 16-Bit. 800x600. Was? Gut, dann, wie es für Windows typisch ist, einmal neu starten. Good old times. Ja, das war damals bei Windows so, da musste man bei jedem Neugang neu starten. Ich glaube, manche Grafikkarten hatten dann auch so eine Einstellung, da konntest du sagen, ohne Neustart übernehmen. Aber das war halt nur möglich, wenn es die Grafikkarte konnte und vor allen Dingen auch der Grafiktreiber. Und ja. Jetzt blinkt hier oben der wunderschöne Cursor. Festplatte macht nichts. Ist das gut oder schlecht? Ach stimmt, guck mal. Mein Handy zählt gerade die Zeit runter. 50, 49, 48. Das heißt, Handy bricht wirklich die Wiedergabe immer nach 8 Minuten ab, die Aufnahme. Gut, damit mal sagen, wenn er sich immer beruhigt hat und wieder neu gestartet hat, melde ich mich dann mal wieder.